Freunde und Förderer haben die Pharmazie seit sehr vielen Jahren begleitet und unterstützt. Wir haben zum Beispiel im Anfang der 2000er Jahre ein sehr interessantes Projekt gestartet, den neuen Senckenbergischen Arzneipflanzengarten, der jetzt in den letzten Jahren in die Hände der Stadt übergegangen ist, um die Pharmazie hier oben am Campus Riedberg auch mit einem Arzneipflanzengarten zu versorgen, wurde dann 2014 der Arzneipflanzengarten hier im Wissenschaftsgarten ins Leben gerufen. Und da haben wir ein sehr interessantes Projekt gestartet, Crowdfunding-Finanzierung, und auch hier waren die Freunde und Förderer beteiligt. In diesem Jahr wurde das Projekt Multifunktionslabor, dabei waren die Freunde und Förderer auch substanziell beteiligt. Wir suchen immer noch nach den ersten Lebensspuren auf dem Mars. Also dafür ist so eine Probe natürlich fantastisch, weil sie extrem frisch ist tatsächlich. Man weiß, steht was zur Verfügung, was vom Mars stammt. In dem Fall das frischeste Material, was wir überhaupt jemals vom Mars auf der Erde hatten. Dann möchte natürlich jeder so eine Probe haben. Und das heißt, wenn das auf den Markt kommt und man das dann auch käuflich erwerben kann, dann sollte man schnell reagieren. Und dann kann man nicht erst hergehen und ein großes Projekt aufsetzen, einen Antrag schreiben, ein halbes Jahr warten, dass es dann bewilligt wird und dann gucken, gibt es noch irgendwie Material. Dann wird es natürlich weg sein vom Markt. Und da müssen wir schnell reagieren. Und da helfen uns massiv die Freunde und Förderer, die uns dann kurzfristig Geld zur Verfügung stellen, dass wir solches Material anwerben können. Dann können wir direkt mit den Untersuchungen anfangen. Die Studentische Poliklinik ermöglicht Studierenden zum einen früh Erfahrung zu sammeln in einem behüteten Rahmen in hausärztlicher Medizin. Zum anderen aber auch, und das ist uns vor allen Dingen sehr wichtig, sensibilisiert zu werden für die Probleme von nicht versicherten Menschen und für generelle Themen wie Migration und Gesundheit. Nach einer Anschubfinanzierung durch die Goethe-Universität trägt sich inzwischen die StuPoli allein über Spenden aus der Bürgerschaft Frankfurts. Und ich freue mich sehr und bedanke mich auch, dass auf der anderen Seite die Freunde der Goethe-Universität dieses tolle Projekt unterstützen und weiter fördern. Es ist für die Freunde und Förderer ein großes Geschenk, dass wir hier jemanden sitzen haben, der die Universität und die Freunde der Universität so lange schon kennt und dessen Großvater Henry Oswald selber an der Gründung beteiligt war. Der Verein hat ja in seiner Aufgabenstellung sich immer angepasst den Notwendigkeiten. Also bei der Gründung waren es andere Dinge als jetzt. Ich glaube, jetzt ist die Verankerung der Universität in der Stadt mit das Wichtigste. Die Universität wurde 1914 vor allem von Unternehmern gegründet. Und die haben dann 1918 nach dem verlorenen, entsetzlichen Weltkrieg den Mut gehabt, die Freundesvereinigung als neuen Anlauf für eine Unterstützung der Universität zu gründen. Und wenn man das sieht in der damaligen Zeit und es vergleicht mit den Möglichkeiten, die wir heute im Frieden und im Wohlstand haben, dann wird man eher einmal bescheiden. Aber zum anderen denke ich auch, hat man einen Ansporn, etwas zu tun, was dem in etwa entspricht. Die Geschichte der Universität hat mich sehr interessiert und ich habe eine Veranstaltung gemacht über die Rothschilds. Die Gründer dieses Vereins waren ja meistens Juden und sie waren irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und jetzt habe ich ein wunderbares Team und wir machen Konzerte. Also wir tun viel für die Musik. Für die Zukunft des Vereins, auch der gesamten Uni, würde ich mir wünschen, dass die Stadt mit Stolz von ihrer Universität reden kann, dass ihnen bewusst ist, was sie da für ein Juwel im Grunde mittendrin haben. Und es würde mich sehr freuen, wenn junge Leute sich mehr engagieren würden. Wenn sie zum Beispiel nach einem Studium in Frankfurt Mitglied der Freunde würden und eigentlich ihr Leben lang davon erzählen, von der Zeit, die sie an der Frankfurter Uni gehabt haben. Freunde kann man nie genug haben und das gilt auch für Institutionen, das gilt vor allem für eine Universität mit dieser Tradition, die eben von Privatleuten gegründet wurde und es gilt vor allem in dieser Stadt Frankfurt, die eine Stifterstadt ist und in der die Bürger noch nie gefragt haben, wie kann die Obrigkeit oder irgendjemand heute uns helfen, sondern gesagt haben, das machen wir gerade selbst.